der in Kürze anfangen wird. Or actually very, I would say even more, I'm actually deeply concerned about what's happening all around us. And I'm increasingly frustrated with what the lack of action or so from the politicians. Well, what's going on here? In this upcoming talk, Theodor is going to tell In diesem Talk wird Theodor uns vorstellen, wie Datenwissenschaft uns zeigen kann, was die Punkte sind, wo wir priorisieren müssen, um den Klimawandel aufzuhalten. Jetzt fängt es an mit Theodor. Thank you very much for this kind introduction. Dankeschön für diese freundliche Einführung. Guten Abend. Ich habe mitbekommen, dass ich der letzte Talk dieses Abends hier sein werde. Ich werde jetzt mich nicht unbedingt beeilen, aber ich werde jetzt auch nicht übertreiben mit der Zeit. Bevor wir anfangen, würde ich gerne etwas über euch herausfinden. Dabei frage ich jetzt ein paar Fragen und ein paar Antworten werden sehr erwünscht. Wer von euch identifiziert sich als Hacker? Naja, okay, schon ein paar hier im Publikum. Wer von euch arbeitet mit größeren Mengen an Daten? Oder würde sich sogar Data Scientist nennen. Das sind jetzt fast schon alle Leute hier. Und wer hier ist irgendeine Form von Naturwissenschaftlerin, um sich das Wissen über die Ökologie ein bisschen aufzufrischen? Wer fällt in irgendeiner von diesen Kategorien? Mein Name ist Theodor Sperlier. Und ich mache gerade mein Doktorat in Marburg, wo ich früh noch immer studiere Bioinformatik und mich spezialisiere auf die Genetik von Mikroorganismen. Und jetzt mache ich gerade mein Doktorat in Bioinformatik. Ich bin sehr erfreut, euch damit anfangen zu können, mit dieser Geschichte, die vor 4,4 Millionen Jahren, Milliarden Jahren angefangen hat. Damals in den ersten Ozeanen, schon sehr früh danach, kam das erste Leben auf diesem Planeten. Wir wissen das, oder wir gehen davon aus, dass das so ist, vor 3,4 Milliarden Jahren die ersten fossilen Nachweise gefunden werden können. Das ist jetzt nicht das beste Bild, aber das ist das Beste, was ich finden konnte, was unter Creative Commons Lizenz steht. Diese ersten Formen von Leben sind entstanden und damit ist ein neues Zeitalter entstanden. Schon von Anfang an da hat ein Prozess angefangen von Adaption und Veränderung und Vervielfältigung über die Evolution. Das Leben hat angefangen von einfachen Zellen oder zellähnlichen Elementen und hat damit die ganze Erde umfasst. Dabei sind sie immer spezialisierter geworden, sowohl am Boden als auch in der Luft und haben gezeigt, dass jedes Leben, das derzeit möglich ist, davon abstammt. Diese Organismen haben sich dann weiter verändert. Und manche davon haben eher gefährlich ausgesehen und manche davon auch netter. Das meiste davon wissen wir deswegen, weil wir im Boden herumgegraben haben und dann etwas gefunden haben und jetzt davon ausgehen, naja, das muss jetzt so aussehen. Und was da öfters passiert ist, fünfmal passiert ist, ist etwas, das ist die Zerstörung, das Aussterben. Wo Spezies
über Nacht ausgestorben sind. Das letzte und bekannte dieser Events war das Aussterben der Dinosaurier. Das hat das Zeitalter der Dinosaurier beendet, aber es hat was anderes ermöglicht zu wachsen. Und generell ist es so, dass jedes Mal, wenn so ein Aussterbungsevent stattfindet, dann können die Organismen, die überleben, diesen neuen Spielraum ausnutzen, weiter zu wachsen. Diese Aussterbungsevents haben so gut wie alles aussterben lassen, was auf der Erde überlebt hat, aber eben nicht alles. Zum Beispiel bei den Dinosauriern war es so, danach kamen dann die Säugetiere. Hier seht ihr ein eher späteres Bild der Säugetiere. Davor gab es schon viele kleinere auch Säugetiere. Das Zeitalter der Säugetiere hat dann direkt zum Zeitalter der Menschen geführt. Das ist ein sehr besonderes Zeitalter, in was Geologie angeht. Denn das ist das erste Mal, dass eine einzige Spezies das gesamte Bild der Erde verändert hat. Wenn wir vom Zeitalter der Dinosaurier reden, dann reden wir von verschiedenen Spezies und nicht einer einzigen. Und jetzt sind nur noch wir da. Und wir bauen verrückte Sachen. Als ihr hierher gekommen seid, seid ihr entweder mit dem Auto oder mit dem Zug oder vielleicht mit dem Flugzeug gekommen. Und ihr habt jede Menge Infrastruktur verwendet. Dinge, die von uns selber gebaut worden sind. Und keine andere Spezies tut das so in demselben Ausmaß. Und was dadurch passiert ist, dass wir wieder das Antlitz der Erde verändern. Wir bauen Städte, große Städte, die quasi alle lebenden Spezies in diesem Gebiet entfernen. Wir bauen Straßen, die durch Wälder schneiden und Lebensräume in zwei teilen. Und dadurch reduzieren wir halt auch den Genpool von den Spezies. Wir benutzen Plastik, die durch natürliche Prozesse in Mikroplastiken zu Mikroplastiken werden. Und wir produzieren auch jede Menge CO2. Und dadurch ist halt dieser gesamte Klimawandel menschengeschaffen. Ich werde hier jetzt nicht über Klimawandel reden, das möchte ich nochmal betonen. Das sind Probleme, die zusammenhängen. Das Massensterben und der Klimawandel, aber es sind auch unterschiedliche Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, aber die Menge an Licht, die wir produzieren, die verändern auch jede Menge an Prozessen in der Natur. Und jetzt produzieren wir gerade bei Nacht jede Menge Licht. Und das verändert alles. Was wir sozusagen tun, ist, wir nehmen Ökosysteme und aus diesen erzeugen wir Technosysteme. Wir entfernen alles, was ökologisch ist. Wenn man darüber nachdenkt, in euren Häusern, in euren Räumen, das ist quasi eine ökosystemfreie Zone. Ihr wollt eigentlich nur die Organismen in eurem Haus, die ihr da selber reingetan habt. Wenn da zum Beispiel eine Spinne drin ist, dann denkt ihr echt tatsächlich drüber nach, die umzubringen. Und das ist, was wir quasi mit großen Teilen der Erde tun. Und ich könnte euch jetzt fragen, ist das ein Problem? Was wir wissen, und wir wissen nicht viel, aber was wir wissen ist, was ihr vielleicht schon gehört habt in den letzten Jahren im Radio, letztes Jahr, ja,
wir sind noch in 2018. Also in den letzten 27 Jahren ist die gesamte Biomasse von Insekten in Deutschland um 75% gesunken. Also wenn ihr eine Kiste nehmt und ihr geht damit durch die Luft und ihr sammelt alle Insekten ein, die ihr finden könnt, und ihr tut, und das wird 75% weniger wiegen als noch vor 27 Jahren. Ja, das kommt jetzt auch nur aus einer Publikation, aber immer mehr Publikationen in dieser Richtung finden wir jetzt. Und jetzt, wenn du darüber nachdenkst, wenn wir die Anzahl an Insekten so stark einschränken, dann kann das natürlich auch einen Effekt für andere Organismen haben. Wir sehen das zum Beispiel bei Vögeln und auch bei Pflanzen natürlich. Und wir sehen das auch in allen Arten von Spezien, allen Arten von Tieren. In den letzten 100 bis 200 Jahren ist die Aussterbungsrate stark gestiegen. Das bedeutet, dass Spezien, die früher da waren, Organismen, die früher da waren, sind jetzt nicht mehr da. Entweder ganz ausgestorben oder ausgestorben in der Wildnis. Das sollte uns wirklich betrüben. Die Frage ist nämlich jetzt, wie nah sind wir als Quelle des Aussterbens an so einem Massenaussterben daran, von dem ich vorher gesprochen habe? Und die Antwort darauf ist, wir sind schon ziemlich nahe dran. Also wenn wir uns da jetzt ansehen, Mammalia, also alle Säugetiere, Reptilien. Das Wichtigste daran an diesem Graph ist, dass die Entfernung von dieser roten Linie jetzt gar nicht mehr so groß ist. Und diese rote Linie würde das Massenaussterben bedeuten. Und alles deutet darauf hin, dass es jetzt nur mehr weiter steigen wird. Wissenschaftler diskutieren jetzt gerade, und eigentlich diskutieren sie jetzt gar nicht mehr so viel, sondern eher sie versammeln sich hinter der Idee, dass die Menschheit der nächste Schritt sein, die sechste Aussterbenswelle da sein wird. So wie die Dinosaurier. Wie fühlt man da? Ich weiß es nicht, aber ich denke, ich erzähle euch jetzt gar nicht so viel Neues. Und unser Motto ist ja Refreshing Memories, Gedanken auffrischen. Und ich habe da jetzt auch gar nicht so viele Tiere hier, sondern ich nehme da eher die Daten als Grundlage. Und wenn ich darüber nachdenke, was für Filme ich in den letzten Jahren gesehen habe, dann sehe ich, dass die meisten dieser Filme über genau dieses Problem handeln. Und da geht es jetzt nicht nur um irgendwelche Biester, die gegen die Menschheit stehen, sondern selbst die schlechten Charaktere in den Filmen sind besser als wir als Menschheit. Zum Beispiel im letzten Avenger-Film hat der schlechte Charakter versucht, nur die Hälfte der Spezien aussterben zu lassen. Und damit ist er schon besser als wir. Und ich gehe davon aus, dass ihr die Deutsche Bahn kennt. Und da gibt es ein Magazin. Und in der letzten Ausgabe dieses Magazins war auch dieses Massenaussterben drauf. Und wenn die Deutsche Bahn schon mitbekommt, dass das ein großes Problem ist, dann sollten wir vielleicht auch davon mitbekommen. Also, jetzt klatscht mal eine Runde, damit ich Zeit habe zu trinken. Wasser schmeckt wirklich besser, wenn andere Leute dazu klatschen. Okay, also, um da jetzt weiterzugehen, dann möchte ich darüber reden,
wie können wir über ein Ökosystem denken? Jetzt nicht unbedingt, was es ist, aber seht mal hier. Also man kann nachdenken über ein Ökosystem so wie ein Netzwerk, das kennt ihr ja als Informatiker. Also ihr habt da Tiere oder Spezien oder Arten von Spezien und Interaktionen dazwischen. Das ist jetzt eine simplifizierte Variante davon, besonders weil es ja wirklich schwierig ist, so ein detailliertes Netzwerk auf so eine Slide zu geben. Und andererseits, wir wissen da auch nicht alles für alle Ökosysteme. Also ich habe da jetzt einfach nur ein paar Pflanzen genommen und Insekten und so weiter und so fort. Und nur zwei Arten von Interaktionen, nämlich positive und negative. Und ich hoffe, ihr könnt mir da vergeben, dass ich das so vereinfache. Dieses Ökosystem ist ein Netzwerk und es ist fast wie ein chaotisches System. Es ist nicht so, dass eine kleine Veränderung, naja, also, warte kurz. Also es könnte schon so sein, dass eine kleine Veränderung im Input zu einer drastischen Veränderung im Output führt. Aber im Endeffekt haben wir eine Art von Robustheit in diesem System. Also man kann da schon ein paar Parameter ziemlich stark verändern und es funktioniert trotzdem weiterhin noch. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht und wenn man da noch mehr Veränderungen durchführt, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Hier haben wir jetzt ein See-Ökosystem und das ist deswegen, weil ich da das studiere in erster Linie und noch spezifischer studiere ich über Mikroorganismen im See-Ökosystem. Also wir wissen, dass es da viele Organismen gibt. Wir kürzen die mit griechischen Symbolen, mit dem griechischen Alphabet ab. Und dann haben wir da Faktoren, das mit diesen Bakterien interagiert. Und wir wissen aber nicht genau, wie die miteinander interagieren. Also wenn wir uns jetzt dieses Ökosystem ansehen, dann können wir als Beispiel, wie das sich dramatisch verschlechtert, ansehen. Man könnte zum Beispiel zu viel Nitrat in einen Acker geben und dann fließt das in einen See und dann haben wir ein Problem. Also am Acker ist das kein Problem, weil dann wachsen die Pflanzen schneller, aber wenn das jetzt im See endet, dann wachsen dort Algen und Pflanzen und viel zu viel und damit verringert sich die Menge an Licht, die in den See eindringt und dementsprechend auch die Menge von Sauerstoff. Und das schränkt dann wiederum andere Organismen ein. Es führt zu einer riesigen Welle an Tod für Insekten und Fische und dadurch auch für Frösche und dadurch auch für Vögel. Was auch passieren könnte, wäre, dass eine Spezies in dieses Ökosystem eindringt, dass die von woanders kommen, jetzt nicht vom Mars, aber vielleicht aus Nordamerika, und die kommen jetzt mit irgendeiner Form von Pilz zum Beispiel. Und das ist jetzt ein echtes Beispiel, also dieser Pilz lässt eine Menge von Fröschen aussterben. Und die Insekten zum Beispiel sterben jetzt auch und dann sterben auch die Vögel und dann auch die Fische. Und umgekehrt wächst dann die Algenpopulation weiter und das Ökosystem ist tot. Ein drittes Beispiel wäre jetzt, dass wir das Ökosystem geografisch verändern.
hier funktioniert leider unser System nicht mehr so wirklich, wenn wir versuchen, das Ökosystem als Netzwerk darstellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Damm bauen, dann sehen wir nicht mehr so wirklich in diesem System, wie das funktioniert. Die Frösche könnten jetzt zum Beispiel mehr Platz haben, um zu leben, und dann essen sie weniger und dann vermehren sie sich weniger. Oder die Algen, die können sich auch weiter verbreiten. Da ist es wirklich schwierig, in so einem Modell darzustellen, diese Information, geografische, evolutionäre Daten darzustellen, um so ein Ökosystem modellieren zu können. Reden wir mal über ein paar Lösungsvorschläge. Nicht so wirklich über, was wir in unserem täglichen Leben tun können. Das ist ein sehr wichtiges Thema, das vielleicht in einem anderen Talk aufgegriffen werden sollte. Aber ich rede jetzt mehr darüber, was wir systematisch tun können. Im Endeffekt haben wir da zwei mögliche Wege, um fortschreiten zu können. Diese zwei Wege schließen sich jetzt nicht unbedingt aus. Im Gegenteil, es ist eher so, dass ich davon ausgehe, dass wir beide gleichzeitig angehen müssen. Es gibt ein Projekt, das mit dem Namen Half Earth Project. Es gibt ein großartiges Buch von Eva Wilson mit dem Namen Half Earth, halbe Erde. Und da geht es darum, dass er sich dafür einsetzt, dass wir nur eine Hälfte der Erde als Menschheit beleben und die andere Hälfte der Erde freilassen und komplett von menschlichen Eingriffen lassen. Wir sollten versuchen, so groß wie mögliche Flächen der Erde von menschlicher Bevölkerung freizulassen. Hier sehen wir, dass 77% der Landfläche direkt von menschlichen Aktivitäten beeinflusst wird. Wenn wir jemals die Möglichkeiten haben, Safe Spaces unter Anführungszeichen für die Natur zu ermöglichen, dann sollten wir das unbedingt tun, um es der Natur zu erlauben, ohne menschlichen Einfluss sich regenerieren zu können, zum Beispiel dem Amazonas-Regenwald. Und die meisten von uns fühlen es zumindest schon, dass es die Situation dort nicht besser werden kann, wenn wir nicht graduell darauf zugehen, weniger menschliche Eingriffe dort durchzuführen. Aber wir können da auch nur bis zu einem gewissen Grad mitspielen und diesen Weg gehen, weil wir brauchen ja weiterhin noch Essen und wir brauchen weiterhin Energie, und das wird immer noch einen großen Einfluss auf diese Teilbereiche der Erde haben. Und die andere Möglichkeit wäre, für euch und den Leuten auch im Internet irgendwie darauf einzugehen, wäre, Ökosysteme zu hacken. Früher heute war ich in dem Talk von Frank Rieger über Hackerethik. Und ich dachte mir, vielleicht soll ich mal das nochmal nachgucken, bevor ich diesen Vortrag jetzt halte. Aber ich denke, wenn man sich so das generelle Mindset anguckt, dann ist das so, dass man da quasi eine Blackbox hat und du weißt nicht, du kannst von außen nicht sehen, wie es funktioniert. Und deswegen machst du das jetzt auf und guckst an, wie es funktioniert, und benutzt diese Informationen, um zu verhindern, dass du es zerstörst und um es zu verbessern. Und ich denke mal, das sollte unsere zweite Lösung sein, anstatt einen Computer zu hacken,
und du selber in der Dunkelheit vor deinem Computer hockst, dann solltest du stattdessen vielleicht lieber Ökosysteme hacken. Und natürlich sollte man was über dieses Blackbox-System wissen, nicht um es zu zerstören oder auszunutzen, sondern um es am Leben zu erhalten. Also was wir brauchen ist mehr Informationen. Wie setzen wir das in Daten um? Weil Daten sind das, womit wir arbeiten, richtig? Okay, also lass uns nochmal unser See-Ökosystem angucken. Und wir haben dieses Netzwerkmodell vor uns. Und wir können viel davon einfach in Zahlen fassen. Wir können die Anzahl der Organismen zählen. Und wir können die Interaktion zwischen den Komponenten messen. Und du kannst diese Zahlen jetzt benutzen, um Zeug zu modellieren. Also hier ist jetzt ein relativ simples Modell von nur einer Raubtier-Beute-Beziehung. Und was so interessant daran ist, ist, dass wir diese Form da haben, wo wir auf der X-Achse die Beute haben und auf der Y-Achse die Raubtiere. Und über Zeit wird das sich um eine gewisse Zahl drehen. Und natürlich kann das jetzt so kompliziert werden, wie man will. Ich werde das jetzt nicht im Detail betrachten. Also das Beste, was man machen könnte hier, wenn es um Daten und Ökosysteme geht, sind diese Netzwerkdiagramme, weil Ökosysteme als Netzwerke halt durch ihre Interaktionen definiert sind. Diese Interaktionen sollten sehr detailliert sein. Das Problem ist, dass es sehr schwer ist, diese Daten zu kriegen. Und man müsste jetzt dafür rausgehen und man müsste im Wald sitzen oder in welchem Ökosystem man auch immer will. Und man müsste jetzt echt beobachten, wer mit wem interagiert. Und während man das zwar für einzelne Organismen, für einzelne bestimmte größere Organismen machen könnte, zum Beispiel Elefanten, ist das nicht mehr wirklich möglich, wenn man um Insekten redet. Natürlich könnte man das theoretisch noch machen, aber es wird jetzt echt kompliziert dann. Eine andere Möglichkeit wäre, Migrationsbewegungen zu tracken. Also hier haben wir jetzt verschiedene Organismen, die im Meer leben und von den Bewegungsinformationen. Und durch diese Bewegungsdaten kann man jetzt sagen, wer mit wem verbunden ist und was die Aufgabe von jedem ist. Aber auch das ist wieder schwer, diese Daten für Tiere zu sammeln. Was man machen kann, ist GPS-Sender in die Körper der Tiere zu tun. Das wurde jetzt immer und immer einfacher. Und gerade erst vor ein paar Wochen wurde ein Modul an die ISS hinzugefügt, namens Icarus, was diese Daten sammelt. Und natürlich kann das Tier jetzt immer noch nicht zu klein sein, weil das muss immer noch diesen Sender mit sich rumtragen, ohne davon wirklich beeinflusst zu werden. Okay, also eine andere Möglichkeit, mehr Daten zu kriegen, wäre jetzt einfach die Anzahl von den Organismen von jeder Spezies zu zählen. Und ich habe euch erzählt, dass ich mit Bakterien und Mikroorganismen arbeite. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht für diese Mikroorganismen. Also was wir jetzt machen, ist jetzt, wir nehmen uns so ein Sample aus dem See oder aus welchem Ökosystem auch immer ihr wollt, zum Beispiel eure Haut. Sagen wir mal, ihr habt genug Bakterien in dieser Stichprobe. Ihr könnt die DNA von diesen Organismen extrahieren. Und das geht echt einfach eigentlich. Und jetzt müssen wir das Ganze sequenzieren. Ja? Das heißt, wir nehmen diese physische DNA und
wir machen daraus jetzt mit sehr teuren Maschinen machen wir Daten, Textdata. Und das, dieser Text enthält nur hinterher vier verschiedene Buchstaben. Und diese DNA kann man jetzt benutzen, um herauszufinden, welche Organismen tatsächlich in der Stichprobe gelebt haben, bevor ihr die umgebracht habt. Indem ihr einfach in der Datenbank quasi nachguckt, welche von diesen Samples, welche zu welchem Organismen muss korrespondiert. Und dann kann man ein bisschen kompliziertere Analyse machen, Korrelationsanalyse zum Beispiel. Und wenn zwei verschiedene Organismen über viele Stichproben korrelieren, dann werden die wohl irgendwie zusammenhängen. Und das ist effektiv, was ich tue im Moment. Ich habe jetzt zwei Arten von Neuigkeiten. Wenn es um Datenwissenschaften und Datenökologie geht und wie uns das erlaubt, irgendwie Spezies von einem Massensterben zu retten. Und die guten Nachrichten ist, wir haben jede Menge Daten. Bevor ich für die Creative Commons Daten geguckt habe. Also wir haben wirklich viel Daten in öffentlichen Datenbanken und das ist alles öffentlich. Also wir haben wirklich viel davon, von diesen Daten, und Leute erzeugen viele Daten. Und das meiste davon ist von kleineren Umfragen, wo sie so zwei, drei Orte sich angeguckt haben und Stichproben gesammelt haben und das ins Internet getan haben. Also das heißt, wir haben Daten in allen möglichen Formen und sehr viel Daten. Und das bringt mich eigentlich direkt zu meinen schlechten Nachrichten. Aber wir haben hier jetzt diese Batch-Probleme. Ne? Also, wenn man eine etwas andere Methode hat, um die DNA zu extrahieren oder um die Sequenz aus der DNA zu extrahieren, das wird automatisch euer Resultat verändern. Also, die meisten Daten, die da draußen sind, kann man nicht wirklich so einfach vergleichen, weil die alle mit leichten Unterschieden generiert worden sind. Also, das ist halt ein Problem. Und das ist das Kernproblem von Datenökologie. Und mit diesen schlechten Nachrichten möchte ich nochmal zusammenfassen. Also, was ich euch erzählt habe, ist, dass wir gerade quasi einer sechsten Massensterben bevorstehen. Was ich euch nicht gesagt habe, ist, wir sollten nicht denken, dass wir als Menschen tatsächlich auch so ein sechstes Massensterben überleben würden. Wir sind zu groß, wir verlassen uns auf zu viele Organismen um uns herum, die vermutlich aussterben würden an dieser Stelle. Also wir stehen jetzt diesem sechsten Massensterben gegenüber. Und ich denke mal, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, dieses Massensterben abzuwenden. Die eine ist, wir sollten unsere Hände von so viel Natur lassen wie nur möglich. Und die Orte, wo wir das nicht machen können, müssen wir einfach mehr verstehen. Und eine gute Möglichkeit ist, um mehr zu verstehen, ist mehr Daten. Und sich diese Daten besser anzusehen. Und bevor ich jetzt wirklich aufhöre, möchte ich nochmal eine Einladung euch geben. Als ich diesen Talk vorbereitet habe, bin ich drauf gekommen, dass ich diesen Talk aufhören werde mit einer schlechten Nachricht, und das ist natürlich schlecht. Also das macht man einfach nicht. Besonders, es ist auch noch der letzte Talk des Tages, und dann geht ihr alle mit einer schlechten Einstellung schlafen. Und deswegen möchte ich euch dazu einladen, eine neue Art von Community zu formen. Als Arbeitsname können wir mal Open Digital Ecology Community nehmen. Ich bin noch nicht so wirklich zufrieden mit dem Namen, aber es geht darum, dass es um ein paar Punkte geht, die ich denke,
die wirklich notwendig sind. Dafür gibt es jetzt noch keine wirkliche Infrastruktur, die da ist, aber ich würde euch einladen, zusammenzukommen, gemeinsam mit mir, ihr, die generell interessiert sind an Daten, die vielleicht ein Hacker-Mindset haben und vielleicht sogar einen Hintergrund in der Ökologie oder auch nicht. Wir alle sollten zusammenkommen als Open, wie ein Open-Source-Projekt, genauso wie ihr ein Open-Software-Projekt machen würdet, nur halt mit Daten stattdessen. So, dass andere Leute diese Daten weiterverwenden können, auf die Art, die sie benötigen. Digital im Sinne von datenzentriert, dass wir die Daten, dass wir uns ansehen können, wie wir diese Daten zusammensetzen können gemeinsam. Und auch als Community, also im Sinne von BürgerInnenwissenschaft. Also normalerweise ist das ja eine Art von Wissenschaft, wo Leute eine Wasserprobe nehmen und die dann einschicken und irgendwelche Experten dann sich das Wasser ansehen. Aber wir können das ja auch an einem anderen Level betreiben, auf einer Ebene, wo wir die Analyse machen, wo wir Expertinnen und eben auch Menschen ohne konkrete Expertise zusammenbringen und gemeinsam daran antworten. Ich würde euch bitten, darüber nachzudenken, und ich bin wirklich nicht sehr froh mit dem Namen. Ich hatte jetzt 2 Wochen darüber nachgedacht und ich bin trotzdem noch nicht mit einem besseren dahergekommen. So, bevor wir da jetzt aufhören, ich beschäftige mich hier mit der Ökologie von Seen, aber ich glaube, das Wichtigste, worum es geht, ist eigentlich dieser Batch-Effekt. Also als erstes Projekt könnten wir jetzt versuchen, gemeinsam zu kommen und zusammenzukommen, um diese sequenzierten Daten zusammenzufassen und uns zu überlegen, wie wir diese Batch-Effekte verringern können oder ganz ausblenden. Es gibt schon erste Schritte in der wissenschaftlichen Literatur, aber wir müssen uns noch überlegen, wie wir die zusammenfassen können und verarbeiten können. In dem Fall jetzt in der Ökologie von Seen, aber es gibt auch viele Daten über die Meere oder Böden. Da gibt es auch noch eigene Schwierigkeiten, aber die können wir noch später diskutieren. Und damit, mit dieser Einladung, beende ich jetzt diesen Talk. Ich möchte mich nochmal bedanken bei den Organisatoren, bei euch, die hier bis zum letzten Talk geblieben sind. Das ist meine E-Mail-Adresse. Bitte schickt mir einfach eine E-Mail, wann immer ihr dazu Lust habt oder wenn ihr Fragen habt. Ich bin auch auf Twitter erreichbar oder hier. Ich bin auch für Fragen offen und freue mich schon auf die Diskussion. Dankeschön. So that was a call to arms, if I've ever heard one before. Excellent. We can take. Das war ja ein Aufruf für alle. Also wir haben mehr als genug Zeit für Fragen. Wir haben Mikrofone in allen Ecken und Enden der Räume. Es gibt auch Fragen aus dem Internet. Also, eine Frage, nur nochmal zur Erinnerung, ist eine oder zwei Fragen, die mit einem Fragezeichen beendet werden und nicht die Geschichte deines Lebens. Dann fangen wir mit dem Mikrofon 2 an. Dankeschön für deinen Talk. In dem letzten Bild bist du ja auf die Batch-Effekte eingegangen, die verringert werden müssen und das heißt, da Initiativen geben könnten, um Daten zusammenzufassen. Also für unterschiedliche Felder ist unterschiedlich viel. Es wäre sehr hilfreich, wenn einfach die Methoden standardisiert werden. Und wir fangen gerade damit an, diese standardisierten Methoden zu erschaffen. Und das ist jetzt ein wirklich neues Feld und eher 2 Jahre als 10 Jahre.
das ist eine Sache, die wirklich großartig wäre. Die andere Sache wäre es, die Daten sind aber schon da und die sind umsonst. Und wenn wir die jetzt einfach wegwerfen, das wäre eine Schande. Okay, also nachdem die Daten jetzt analysiert sind, was wäre dann deine Idee, um Ökologien, Ökosysteme verbessern zu können? Ja, ich war absichtlich etwas, habe da nicht viel drüber geredet, weil ich da selber noch viel drüber nachdenke und ich denke, ich meine, das Erste ist, dass wir diese Ökosysteme am Leben erhalten müssen. Während wir, selbst wenn die noch demselben Druck ausgesetzt sind, Und für den Fall, dass wir das nicht komplett können, jetzt kurzfristig, müssen wir herausfinden, wie wir diese Ökosysteme halt. Okay, ich will noch gerade was sagen. Wir haben diese ganzen Variablen, ja? Die ich euch in diesem Netzwerk gezeigt habe. Und jedes von diesen Knoten im Netzwerk könnte so eine Variable sein. Und was wir jetzt gerade tun, ist, dass Jäger vielleicht das tun, was ich gerade überlege. Also, dass sie in diese Ökosysteme gehen, während die noch diesem Druck ausgesetzt sind und versuchen, manuell diese Ökosysteme anzupassen und zu reparieren. Und im schlechtesten Fall töten die einfach aus Spaß, was ich nicht gut finde. Aber im besten Fall sind das quasi Bildhauer für diese Ökosysteme. Also nächste Frage. Zuerst mal danke für den Talk und mein Hintergrund ist Datenbankprogrammierung und ich fand das jetzt sehr spannend, um diese Ideen zu hören von dir als Datenwissenschaftler. Kennst du irgendeine Webseite, wo es vernetzt wird, wo Datenbankentwickler vernetzt werden, um für diese um Hacker mit Datenwissenschaftlern zu vernetzen? Ich glaube nicht, dass sowas in der Art tatsächlich existiert, zumindest nicht außerhalb von Akademie. Innerhalb von Akademie, innerhalb von einem Feld kennt man normalerweise Leute. Und da weiß man normalerweise, wo man hingehen muss, um Daten und Datenbanken zu kriegen. Also es gibt genug Tech-Support, oder wie? Im Moment vielleicht ja. Jetzt vielleicht nicht damit anfangen, die Datenbankleute auszuschließen. Microphone 2 in the front. Dankeschön. Danke für diesen sehr inspirierenden Talk. Du hast am Ende des Talks die BürgerInnenwissenschaft irgendwie erwähnt. Könntest du mir da ein oder zwei der spannendsten Methoden zeigen oder klären? Was wären so die zwei Dinge, die du am spannendsten findest in diesem Bereich? Ach, spannende Frage, ne? Jetzt muss ich das tatsächlich auf ein oder zwei runterbrechen. Ich denke, das größte Problem ist, dass dieser ganze Arbeitsablauf viele, viele Schritte enthält. Und diese Schritte enthalten viele verschiedene Felder aus Akademie. Also was wir haben, ist Bioinformatik-Schritte, Algorithmik-Schritte. Schritte, die viel Statistik brauchen. In meiner Arbeit mache ich jetzt viel mit Machine Learning. Also ist es nicht so einfach zu sagen, okay, benutze dieses eine Programm und
alle deine Probleme werden gelöst. Deswegen denke ich, brauchen wir eine Gemeinschaft, die miteinander reden kann und die diese Schritte organisieren kann. Und die dann immer noch sich spezialisieren kann, aber vielleicht als Nicht-Experten. Danke für den interessanten Talk. Ich habe mir gedacht, wenn man dann alle diese Daten über diese Ökosysteme hat und alle diese Daten vernetzt sind, wie kann das jetzt dazu beitragen, um diese Massenvernichtung irgendwie zu stoppen? Was hat das jetzt mit den politischen Realitäten zu tun? Es gibt hier zwei Sachen, über die ich nachgedacht habe und zwei Gedanken, die ich habe. Also zum einen, also die sind beide nicht positiv. Also das eine ist, wir wissen so viel über Klimawandel. Und es ist eine einzige Sache ist, die wir auch machen müssen, um den Klimawandel zu stoppen. Und das ist einfach nur CO2-Ausstoß verringern. Und das ist relativ einfach. Und wir wissen das seit 20, 30 Jahren. Nur die Entscheidungen werden halt nicht getroffen. Und ich weiß halt nicht, was Wissenschaftler jetzt noch weitermachen sollen, um das zu ändern. Und ich denke, Wissenschaftler sind normalerweise relativ zurückhaltend. Und sagen dann eher so, ja, wenn du mich fragst, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Und die eskalieren normalerweise nicht. Und die eskalieren ihre Sprache vor allem nicht. Okay, und mittlerweile sind wir halt an dem Punkt angekommen, dass wir sagen, okay, wenn ihr das nicht in 3 Jahren löst, dann werden wir alle sterben. Und es gibt echt nicht viel, wo wir noch weiterhin eskalieren können. Und das ist ein Schritt, wo ich sagen würde, okay, da bin ich nicht wirklich glücklich, was wir da machen sollen. Und das Zweite ist, während ich sage, dass Klimawandel relativ einfach ist, ne, da hast du nur eine einzelne Variable. Das ist einfach nicht der Fall für Ökologie. Da hat man viele Variablen, viele Dinge, die irgendwie zusammenkommen müssen. Und ich denke mal, Diskussion mit Gesetzgebern ist sehr wichtig. Ich habe mich jetzt hier eher auf die wissenschaftliche Seite beschränkt, weil ich selber halt relativ deprimiert bin, was die Gesetzgebung angeht. Und ich denke mal, gut, vielleicht, wenn wir hier jetzt die Lösung finden, dann hören uns die Gesetzgeber vielleicht zu, obwohl sie das für Klimawandel nicht tun. Hallo. Du hast da jetzt ein paar Beispiele gebracht für katastrophische Fehler für Ökosysteme, zum Beispiel wenn einzelne Spezies hinzugefügt werden. Ich denke mir jetzt, wir haben dieses System und können das analysieren und wissen da jetzt nicht so wirklich viel darüber und hoffen, dass es da nur eine Sache gibt, die sich verändert und dann stirbt auf einmal der ganze Wald. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dieses Risiko zu vermindern, eine Petrischale zu bauen, wo wir Sachen testen können? Sehr gute Frage. Also es gibt viele Leute, die so kleine Mini-Ökosysteme bauen, wo sie nur 2 oder 3 oder 4 oder 5 verschiedene Spezies reintun, die miteinander interagieren. Und die dann nicht die gesamte Komplexität haben von so einem richtigen Ökosystem. Und da fehlt halt was in der Mitte dazwischen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich möglich ist, jetzt so Ökosysteme im Labor zu replizieren. Und man müsste halt quasi den gesamten See nachbauen. Und nicht nur so, wie er jetzt existiert, sondern auch mit den historischen Aspekten. Das ist vielleicht nicht unbedingt möglich. Und deswegen ist es so wichtig, so viel Datenverarbeitung zu machen wie möglich, um zu sagen, ja, okay, vielleicht, wir sind jetzt so 50% sicher.
Reicht das? Ja, okay, lass mal machen. You're getting us all depressed here. Is there a microphone one or so? Is that a question? Thank you very much for this interesting talk. Dankeschön für den sehr interessanten Talk und für die Anzahl an Antworten, die du auch uns gegeben hast. Basierend auf deinem jetzigen Wissen, denkst du, dass wir dieses Massenaussterben aufhalten können? Ich würde jetzt gerne wirklich was Positives sagen. Ich würde jetzt gerne sagen, ja, natürlich können wir das machen. Es ist natürlich nicht einfach, aber lass einfach machen. Aber ich denke, vielleicht nicht. Aber ich denke mal, das ist einfach keine Option, ne? Es gibt so viele Sachen, wo wir sagen, okay, wir schaffen das nicht, aber wir müssen es trotzdem versuchen. Und als Wissenschaftler weiß ich, dass ich nicht Wissen als solches erreichen kann, aber ich muss es trotzdem versuchen. Ja, vielleicht können wir es nicht schaffen. Vielleicht ist der Art und Weise, wie wir es erreichen, sehr schlecht, aber wir müssen es trotzdem tun. Ich würde jetzt noch gerne einen Schritt zurück machen und es scheint so, als wäre es wichtig, das Ökosystem zu verstehen. Also was können wir jetzt machen, um diese Ökosysteme besser zu verstehen und um vorhersehen zu können, was für Konsequenzen unsere Entscheidungen tragen? Als Datenwissenschaftler sage ich euch natürlich, mehr Daten sammeln. Diese Daten analysieren mit besten Einsichten. Andere Ökologen werden euch sagen, okay, wir müssen da rausgehen und wir müssen einfach alle Spezies katalogisieren mit allen ihren Verhaltensweisen im möglichst kleinsten Detail. Also das sind jetzt halt einfach sehr verschiedene Antworten. Und ich denke mal, der datenzentrale Ansatz auf so Blick auf so ein Ökosystem ist derjenige, der tatsächlich skaliert. Antwortet das deine Frage? Perfekt. Mikrofon 2. Danke nochmal für die Idee mit dieser BürgerInnenwissenschaft, oder wie du das genannt hattest. Also ich denke mal, ja, um nur diese Idee jetzt nochmal zu unterstützen, wäre es nicht vielleicht besser, Workshops zu organisieren, dass wir uns vielleicht vorne treffen könnten, bei der Bühne, nach dem Talk? Ja, ich meine, das wäre prima. Bitte, bitte macht das. Trefft mich hier vor der Bühne. Außer wir werden jetzt gleich rausgeschmissen. Nein, werden wir nicht. Prima. Also, lass uns hier bleiben. Ja, bitte. Lass uns einfach mal irgendwie einen Kreis machen und miteinander reden und überlegen, was wir jetzt die nächsten paar Tage machen können. Hallo. Ich bin da interessiert am Boden, an der Erde. Du hast erwähnt, dass es da ein Problem gibt mit der Erde. Und ich bin da hundertprozentig sicher, dass es mehr als 9000 Menschen gibt, vielleicht Millionen sogar, die dir Bodenproben, Erdeproben schicken können, ob sie jetzt Bauern sind oder einfach nur ökologisch interessierte Menschen, und wenn sie wissen, was du testen willst, dir das gerne schicken. Also was ist da das Problem jetzt mit dem Boden, was du da jetzt so nicht ganz erwähnt hattest? Okay, lass mich kurz eine Frage zurückstellen. Was genau an Erde interessiert dich? Humusproduktion, vielleicht Sequestrierung von Kohlenstoff. Ich weiß es nicht, ob es wirklich funktioniert, aber das wäre spannend. Ich weiß nicht, ob da die Wissenschaft sich dahinter vereinigen können. Nein, nein. Also ich will jetzt nicht so weit gehen. Okay, also ich komme jetzt wieder von einem mikrobiologischen Blickpunkt. Und in Mikrobiologie gibt es diese Frage, ob alles überall ist. Also man könnte jetzt sagen,
wenn man ähnliche Ökosysteme nimmt und alle Bakterien, die in einem und möglicherweise in einem anderen Ökosystem sind, ob das sich verändert, weil da jetzt irgendwie mehr Salz ist oder weniger Salz. Und das wird noch diskutiert. Und es scheint nicht so wirklich der Fall zu sein, aber für Erde scheint es absolut der Fall zu sein. Das ist gar keine Diskussion. Jede Art von Erde ist unterschiedlich. Und das heißt halt auch, dass Erdstichproben einfach schwerer zu vergleichen sind als Seestichproben. Wir könnten eventuell herausfinden, dass Seeökosysteme tatsächlich auch einfach schwer zu vergleichen sind. Oder wir finden vielleicht eine Möglichkeit, um diese Ökosysteme tatsächlich zu vergleichen. Also das ist die hoffnungsvolle Antwort für den Tag. Ja, vielleicht finden wir tatsächlich was. Also es scheint jetzt, dass wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, aber wir nehmen noch diese letzten zwei Fragen, wenn es schnell geht, und dann danach bleibt das BG noch immer da, also dann könnt ihr noch immer nach vorne gehen. Also guten Morgen. Guten Morgen. Du meintest, es gibt zwei Sachen, die wir tun müssen. Erstens die halbe Erde freilassen von den Menschen und zweitens sicherstellen, dass unser Einfluss auf Ökosysteme möglichst gering ist. Das bedeutet, wir können jetzt nicht die erste Hälfte irgendwie verwenden, um zum Beispiel Essen zu produzieren. Denkst du wirklich, dass das möglich ist in einer Welt, wo wir derzeit 8 Milliarden Menschen sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht so viel über Agrikultur. Ich höre jetzt verschiedene Sachen. Die meisten Leute sagen mir, es sollte möglich sein. Mit der richtigen Mischung von verschiedenen Arten von Farming und mit einigen Leuten, die sehr intensiv irgendwie die Erde bearbeiten, und einige Leute, die das nicht so intensiv tun. Also ich denke mal, es muss einfach möglich sein. Es kann nicht der Fall sein. Ich meine, was passiert ist, in einigen Teilen der Welt ist, was wir tun, ist, wir nehmen einfach so einen Teil des Regenwaldes und töten alles, was da drauf ist. Und alles nur wegen einer einzigen Pflanze. Und ich habe dafür einfach keine Worte. Das kann einfach nicht so weitergehen. Wir müssen eine Möglichkeit finden, weniger Land zu verwenden. Außerdem, was ich denke, ist, dass Bevölkerungskontrolle kann auch nicht ethisch durchgesetzt werden. Es ist einfach sehr schwer, ethisch für direkte Bevölkerungskontrolle zu argumentieren. Also das kann nicht direkt Teil der Antwort sein. Also die wirklich letzte Frage ist, naja, wenn wir uns überlegen, Chaostheorie, und dass wir da verschiedene Attraktoren hinzufügen oder wegnehmen, dann wissen wir, können wir da jetzt nicht vorhersagen mit der alten Datenmenge, was da passieren wird. Werden wir jetzt da die Möglichkeit haben, mit diesen alten Daten Sachen vorherzusagen, wenn sich das ganze System schon verändert hat? Okay, lass uns mal sagen, wir haben unterschiedliche Stichproben. Und wir haben diese Stichproben von verschiedenen Ökosystemen. Und lass uns sagen, wir haben welche, wo alles so ist, wie es sein soll, und wir haben eine Stichprobe von da, wo alles bis auf eine Sache tatsächlich stimmt, und wir haben Stichproben von irgendwo, wo alles bis auf zwei Sachen stimmen und so weiter. Und wir hoffen, dass wir sowas haben. Und wir sagen, okay, es scheint, dass das hier die Sachen sind, die beteiligt sind, und wir haben sie hier rausgenommen und wir haben sie zurückgetan.
Ja, und damit beenden wir jetzt die Frage, den Fragenteil, und nochmal eine große, warme Runde Applaus für den Speaker. Dankeschön.